Ja, hallo, hier ist die Fili und der Fabio von Happy Hippocampus und heute mal mit einem Gast. Genau, hallo, willkommen zum neuen Video. Und ja, wir haben heute jemanden bei uns, Misha Kotlia vom Kanal Medi Heroes. Und heute, das Video soll im Zeichen vom Thema Motivation stehen. Also es soll darum gehen, wie motiviere ich mich jetzt gerade im Medizinstudium zum Beispiel zum Lernen, wie motiviere ich mich vielleicht auch mit was Neuem anzufangen, loszulegen, mit Gedächtnistechniken, was wir auch schon in unseren anderen Videos dir immer vermitteln. Genau, sei es irgendwas Neues anzufangen oder auch dran zu bleiben beim Lernen. Hallo Misha, willkommen im Video, schön, dass du dabei bist. Hi, freut mich, dass ihr mich eingeladen habt. Ja, und vielleicht magst du einfach mal kurz in drei Sätzen sagen, wer du bist und was du machst und was Medi Heroes sind. Okay, also ganz kurz. Also mein Name ist Misha Kotlia. Ich betreibe den Medi Heroes Kanal jetzt schon seit ein paar Jährchen. Und aktuell bin ich jetzt vor kurzem jetzt auch mit euch zusammen ja quasi Arzt geworden. Doch ein bisschen früher sogar. Ja. Und aktuell schreibe ich meine Doktorarbeit im Fach der Urologie zum Thema Nierenzellkarzinom. Der Kanal Medi Heroes gilt hauptsächlich dem Zweck, dass ich Medizinstudenten dazu motivieren will, dass sie einerseits überhaupt also ins Medizinstudium schaffen. Also ich habe selber erlebt, dass ich einfach ja, aus eher relativ schlechten Verhältnissen komme. Das heißt, ich bin aus dem Ausland hierher gekommen, ich konnte kein Deutsch, wir hatten kein Geld und ich habe es halt trotzdem geschafft, quasi vom Hartz-IV-Empfänger, muss man so sagen, zum Medizinstudium mit schlechten Noten, also mehrere Sechser im Zeugnis. Da will ich den Leuten irgendwie so ein bisschen Leitfaden geben, okay, wie könnt ihr es trotzdem schaffen, obwohl ihr vielleicht nicht die besten Voraussetzungen habt. Auf der anderen Seite im Medizinstudium, das heißt, wie motiviere ich mich, wie schaffe ich diese großen Fächer. Und auch nochmal dazu einfach die Leute ermuntern, dass sie mehr machen als so der Durchschnittsstudent. Dass man sagt, okay, um ein richtig guter Arzt zu werden, reicht es eben nicht einfach nur den 0815 Stoff zu lernen, sondern ich muss halt mich mehr engagieren, dass ich zum Beispiel Praktika mache zusätzlich, dass ich mir vielleicht mal zum Physiotherapeuten Praktikum gehe zu machen, dass ich beim Rettungsdienst anfange, dass ich mich auch vielleicht auch für Sachen wie Statistik interessiere, also solche Fächer, die nicht sehr beliebt sind, aber sehr, sehr nützlich, vor allem wenn man später in der Forschung was machen will, was dann natürlich dazu führt, dass ich viel mehr Innovation hervorbringen kann. Das heißt, wenn ich so Sachen wie Statistik verstehe, dass ich mich mit Studien auseinandersetzen kann, Patente lesen kann zum Beispiel, dann kann ich auch auf wirklich neue Ideen kommen und ich kann auch zum Beispiel auch bei Unternehmen anfangen, wie Google zum Beispiel, die ganz vorn dabei sind in der Medizin auch und dort Strukturen entwickeln, die sehr wichtig sind. Aber ich kann eben nur dahin kommen, weil ich eben mehr mache als der Durchschnitt und Fähigkeiten mir aneigne, die selten sind und ja, wertvoll, weil die sind wertvoll, weil wenige die machen wollen. Mhm. Wenige wollen sich mit Statistik beschäftigen, wenige wollen programmieren lernen, zum Beispiel jetzt von Medizinern. Mhm. Ja, darum dreht sich eigentlich das Ganze, dass man ein sehr guter Arzt wird, vor allem ein Vorbild wird. Also dieser Spruch ist ja bei mir zum Beispiel auch dieses für einfach mehr Vorbilder in Weiß und dass man halt wirklich Richtung Innovation geht und aber auch sich niemals selber aufgibt, dass man auch merkt, okay, ich kann das schaffen. Mhm. Oh. Vielleicht als erste Frage, weil du eben geschrieben hast, du hast am Anfang nicht die optimalsten Voraussetzungen gehabt. Wie hast du dich da nicht aufgegeben und hast die Motivation dann gefunden, okay, du willst Medizin studieren, wie schaffe ich es jetzt von dieser Ausgangssituation dann, dich so zu motivieren, dass es trotzdem mit den Noten dann irgendwie klappt oder mit dem Medizinstudium? Also das habe ich in einem meiner letzten Beiträge auf dem Medi-Heroes-Blog beschrieben und ich habe darüber mal wirklich viel nachgedacht. Ich glaube, dass es tatsächlich wichtig ist, Leitbilder zu haben. Dass man sich irgendwo, also bei mir war das so, ich habe mal gemerkt, okay, ich will jetzt Medizin studieren. Ich habe da ein Foto gepostet, ich hatte 4 Sechser, ich glaube 2 oder 3 Fünfer im Zeugnis zu dem Augenblick, das war die 7. Klasse. Also ich war richtig, richtig schlecht. Und ich war in so einem Teufelskreis gefangen und wusste nicht mehr, wie komme ich da raus, weil naja, ich habe dann schlechte Noten bekommen, das hat mich demotiviert, da habe ich noch weniger gelernt und ich habe wieder schlechte Noten bekommen und musste dann die 7. Klasse wiederholen. Und dann habe ich aber gemerkt, okay, was mache ich jetzt eigentlich? Und einerseits war es die Angst, komplett durchzufallen und komplett dann ja, am Ende wirklich ohne Ausbildung dazustehen. Und auf der anderen Seite habe ich mir Leitbilder gesucht, indem ich zum Roten Kreuz gegangen bin. Doch habe ich eine Sanitäterausbildung gemacht und ich habe mir Ärzte gesucht, vor allem Ärzte auch mit Migrationshintergrund, die auch wirklich schwierige Verhältnisse mal hatten. An denen habe ich mich orientiert. Das heißt, ich habe mir angeguckt, rückwärts, okay, er ist jetzt Arzt. Was hat er gemacht, um dahin zu kommen? Das habe ich mir quasi so aufgezeichnet, auch mental einfach aufgezeichnet,
was ist jetzt der nächste Punkt, um langfristig Medizin zu studieren, um Arzt zu werden? Dann habe ich geguckt, okay, du hast jetzt super viele schlechte Noten, was ist das größte Problem? Das war jetzt zum Beispiel bei mir Mathe. Was muss ich machen, um in Mathe sehr gut zu werden? Und dann habe ich zum Beispiel Bücher genommen und habe angefangen, mit denen zu üben. Das heißt, ich habe mir das wirklich so zerlegt, quasi auf eine Route gebaut, quasi, wie komme ich eigentlich dahin? Und habe einfach angefangen, das Ganze umzusetzen nach und nach. Und wenn ich dann demotiviert war, habe ich mich damals einfach an diesen Leuten orientiert und habe gesagt, hey, es ist für mich möglich. Mir haben diese Leute auch gezeigt, die Ärzte waren mit Migrationshintergrund, dass es für mich auch möglich ist, es zu schaffen. Das heißt, du bist, es gibt noch mehr von denen. Das heißt, nur weil du jetzt schlechte Voraussetzungen hast, heißt es nicht, dass du ein Vollversager werden musst. Ja. Finde ich eine total gute Herangehensweise. Und wenn du magst, kannst du jetzt selber auch mal jetzt während des Videos oder nach dem Video dir überlegen, wo will ich eigentlich hin? Wen könnte ich mir denn als Vorbild nehmen? Und dann, wie der Misha es gerade erklärt hat, dir überlegen, ja, was wäre denn jetzt der nächste Step, um da hinzukommen? Also finde ich. Ich finde, der große Vorteil daran ist auch, dass ich nutze das Ganze mit Leitbildern auch heutzutage. Das heißt, ich will es in der Forschung zum Beispiel Fuß fassen. Das heißt, ich suche mir Leute aus, die jetzt in der Forschung viel weiter sind als ich. Ich schaue mir an, welche Fähigkeiten haben sie erworben, um dahin zu kommen. Weil das führt dazu nämlich, dass man nicht schwimmt. Das heißt, man lernt wirklich gezielt die Fähigkeiten, die nötig sind, statt alles Mögliche, so ein bisschen so eine Suppe zu haben, alles Mögliche zu lernen. Und genauso ist es, glaube ich, auch mit den Lerntechniken jetzt bei euch, dass ihr wirklich jemanden an die Hand gebt und zeigt, okay, wir haben das so geschafft. Und es ist mit eine Möglichkeit, um das Ganze wirklich mal strukturiert zu machen. Das heißt, die Leute wissen dann ganz genau, die und die Fähigkeit muss ich erlernen, um dann eine gute Note zu kriegen. Ich glaube, das ist relativ ähnlich. Ja. Da kommen wir jetzt gleich zum nächsten Thema, zum Thema Gedächtnistechniken. Da gibt es ja schon ganz viele Videos auf unserem Kanal, kennst du vielleicht auch schon. Und dann ist es ja häufig so, man denkt sich, wow, was für coole Techniken würde ich gerne mal anwenden. Nur dann ist das Problem, das Anfangen, das Loslegen, was Neues. Lohnt sich überhaupt der Aufwand? Genau, lohnt sich überhaupt der Aufwand? Müssen wir da jetzt irgendwas Neues einarbeiten? Man ist es ja gewohnt zu lernen, wie man lernt. Und hast du da jetzt irgendeinen Tipp, wie man es schaffen könnte? Zum Beispiel, wenn man sagt, boah, ja, eigentlich würde ich mein Lernen gern verbessern mit Hilfe von Gedächtnistechniken, aber irgendwie schaffe ich es nicht, da reinzukommen, irgendwie schaffe ich es nicht, ins Handeln zu kommen. Okay, also der Mensch wird insgesamt sehr, sehr viel von Ängsten motiviert. Was ich mir jetzt vorstellen kann, ist jemand, der extrem gut ist. Der jetzt sagt, ich bin schon sehr, sehr gut im Lernen, ich könnte vielleicht noch besser werden, dann hätte ich mehr Freizeit, ich könnte vielleicht noch was anderes nebenher lernen oder mehr Sport machen. Der hat dann immer diese Verlustangst, dass er sagt, okay, wenn ich jetzt was Neues ausprobiere, dann kann es sein, dass ich jetzt auf die Schnauze fliege und dann habe ich quasi, ja, wieder ein Semester verloren zum Beispiel oder bin durch eine Prüfung gefallen. Das will ich gar nicht wissen, weil das funktioniert ja gar nicht. So, es gibt keinen Grund, seine Technik zu ändern. Wenn ich aus dieser Situation herausgehe, würde ich sagen, okay, dann mach doch einfach, also spring nicht komplett ins Wasser rein, sondern nimm erstmal einen neuen C. Das heißt, probier das Ganze im Kleinen aus, probier es an einem ganzen Fach aus, probier es vielleicht nur an ein paar Sachen aus, in denen du vielleicht schlecht bist. Das heißt, du kannst dir zum Beispiel den und den Muskel kannst du dir sehr gut merken und einen anderen Muskel kannst du dir nicht gut merken. Das heißt, probierst nur daran aus, dann hast du nicht diese Gefahr, dass du komplett was aufgibst. Und wenn das da funktioniert, dann kannst du das ja immer weiter ausweiten. Das heißt, man muss nicht komplett alles aufgeben und komplett ins Wasser reinspringen. Auf der anderen Seite, wenn ich sage, hey, ich bin super schlecht. Das heißt, ich bin jetzt vielleicht durch die Klausur gefallen und weiß eigentlich gar nicht mehr so weiter. Dann ist ja meistens so die Angst da, dass ich durchfalle, dass ich einfach gar nicht mehr vorankomme. Man hat aber auch auf der anderen Seite nichts mehr zu verlieren. Das heißt, du hast eigentlich gar nichts mehr zu verlieren, sondern klar, du kannst jetzt nochmal durchfallen, aber wenn du jetzt nie was Neues ausprobierst, wenn es jetzt zweimal schon nicht geklappt hat, mit der Klausur zum Beispiel, du sagst, okay, jetzt probiere ich es beim dritten Mal genauso, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du nochmal durchfällst, relativ hoch. Wenn du aber jetzt sagst, okay, dann versuche ich es zumindest etwas zu optimieren, dann reicht es vielleicht nochmal für eine 4. Und hier ist es halt einfach wichtig, sich bewusst zu machen, warum will ich eigentlich eine Strategie jetzt ändern. Dass man sagt, okay, wenn ich jetzt nichts mehr ändere, dann kann es wirklich sein, dass ich durchfalle und dann verliere ich wirklich alles. Dass man sich durch das Ganze bewusst macht, also durch diese Angst bewusst macht, durch die wir Menschen motiviert werden, warum mir das Ganze wichtig ist. Und das ist meist nicht,
ach, ich werde das schöne Studium haben und ich werde irgendwann Angst. Nein, in dem Augenblick ist es meistens die Angst zu sagen, okay, ich verliere alles. Ich werde im sechsten Semester zum Beispiel rausfliegen. Sechs Semester sind 3 Jahre der Lebenszeit und muss dann wieder bei Null anfangen. Wenn man sich das wirklich vor Augen führt, dann fällt es auch viel einfacher, hier zu sagen, okay, ich lasse mich jetzt mal wieder auf was Neues ein und probiere es aber vielleicht auch zu 50% nur aus. Dann habe ich zumindest sicher, dass ich, vielleicht habe ich aber beim letzten Mal, bin ich vielleicht nicht mit, keine Ahnung, mit 50% durchgefahren, sondern ich hatte halt irgendwie 49% oder so. Dann weiß ich, einen Teil habe ich ja schon gelernt. Aber der Teil, der nicht funktioniert hat, dann kann ich es halt anders ausprobieren. Das ist ein gutes Thema, weil das auch immer zum Teil gefragt wird, so, ja, muss ich dann nur noch mit Gedächtnistechniken, dann ganz gut hast du es wirklich beschrieben, so langsam implementieren, gucken, passt, passt nicht. Der eine sagt, boah, ich kann damit nichts anfangen, ist auch okay, aber sich so langsam rantasten, ist, glaube ich, echt ein guter Tipp. Also wir sagen ja nicht, dass du dein ganzes Lernen jetzt komplett umkrempeln musst, oder das ist die Angst von einigen. Nein, du kannst es ja wunderbar ergänzen und ja, das ist uns ja auch immer wichtig, dass du die Sachen auch wirklich verstanden hast und dann die Gedächtnistechniken, die wir vermitteln, zum Einprägen nimmst, also wirklich zum Merken. Und jetzt Sachen, die du dir sowieso schon so auswendig merken kannst, dafür brauchst du jetzt keine Gedächtnistechnik. Genau. Ich glaube, vielleicht ist es auch so, dass viele da das Problem haben, dass die Erwartung etwas zu groß ist. Das heißt, sie gehen vielleicht an eine Lerntechnik ran und sagen, okay, ich fange jetzt damit an und dann funktioniert es sofort. Aber es funktioniert eigentlich nie sofort. Darüber haben wir in einem anderen Video mal gesprochen schon. Immer wenn man irgendwas Neues beginnt, dann fällt es einem am Anfang sehr, sehr schwer. Das heißt, man muss diesen Punkt überwinden, wo es dann wieder einfacher wird und wo es dann anfängt, auch wirklich Spaß zu machen. Man merkt, okay, dann kann es auch vielleicht anfangen, wirklich das Lernen wirklich Spaß zu machen, weil man sich irgendwelche Bilder zusammenbaut oder was auch immer. Und dann kann man sich wirklich gut merken. Man denkt sich, boah, krass, das hat nie geklappt. Ich konnte mir das nie merken, aber auf einmal funktioniert es. Und an diesen Punkt muss man erstmal kommen, indem man wirklich auch Zeit und Mühe investiert. Und das sind die Leute, glaube ich, heute, ja, dass die zu ungeduldig sind. Die denken, das muss jetzt sofort funktionieren. Ich habe jetzt den Geheimtrick und das muss von heute auf morgen funktionieren. Aber ihr macht das ja schon sehr, sehr lange. Das heißt, ihr habt das jetzt nicht gestern angefangen und dann einen YouTube-Kanal gestartet, sondern ihr habt es schon ein paar Jährchen gemacht und dann habt ihr den YouTube-Kanal angefangen zu machen. Hast du da irgendeine Empfehlung, wie lange man sich da Zeit nehmen sollte, vielleicht am Anfang? Oder wie machst du es selber? Sagst du, ja, das ist eine neue Methode, das probiere ich jetzt aus, das mache ich jetzt mal 1 Monat oder 3 Monate und dann kann ich gucken, ist das was für mich? Hast du da irgendeine Zeit, wo du sagst, die man sich mal geben sollte, um was Neues auszuprobieren? Also es kommt wirklich drauf an. Also das jetzt zum Beispiel jetzt im Thema Wissenschaft ist es so, dass ich sagen muss, okay, jetzt bei Genetik oder sowas, wenn ich komplett neue Paper lese, da kann es auch wirklich Monate, da kann es auch ein halbes Jahr dauern, bis ich wirklich mal in dieses Thema einsteige und es zu verstehen beginne. Und natürlich könnte ich vorher aufgeben und sagen, ach, alles doof, funktioniert nicht für mich, also Wissenschaft ist nichts für mich. Das geht halt nicht. Das ist, glaube ich, sehr stark von dem Thema abhängig. Wie das bei den Lerntechniken ist, das kann ich gar nicht einschätzen. Aber ich finde es immer schön, dass man bis zu den ersten Erfolgen das zumindest ausprobiert, weil man sieht es ja, dass es funktioniert. Es wird nicht so sein, also die Leute denken, ich bin dann eine ganz besondere, hübsche Blume, die ganz außergewöhnlich ist, aber die Menschen sind sich sehr, sehr ähnlich. Das heißt, das, was ihr vermittelt, funktioniert für die meisten so oder so, bis zu einem gewissen Grad vielleicht. Vielleicht nicht 100% so für euch, aber es wird funktionieren. Ich glaube, man sollte die Zeit geben, bis man die ersten Erfolge sieht, bis man sich ein bisschen überwunden hat. Und dann wird man definitiv irgendwelche Erfolge verbuchen. Das wird nicht von heute auf morgen funktionieren. Das kann bei dem einen halt eben ein paar Tage dauern. Und bei dem anderen kann es auch mal ein paar Wochen, ein paar Monate dauern. Deshalb sage ich, ihr müsst jetzt nicht von heute auf morgen, vor allem vor einer Klausur, direkt kurz davor alles umstellen, sondern probiert es im Kleinen eher aus. Jetzt haben wir so drüber gesprochen, wie fängt man was Neues an? Wie kann man eine neue Gewohnheit vielleicht einüben? Und jetzt hätten wir noch so die Frage, weil im Medizinstudium ist es ja so, du musst einfach ausdauernd sein. Ne? Also es sind riesige Berge, die wir uns einfach reinkloppen müssen, auswendig lernen müssen. Hast du da irgendwie noch einen Tipp oder eine Herangehensweise, wie man diesen langen Atem behält, wie man sich wirklich dauerhaft motivieren kann, ohne auszubrennen? Also da gibt es sehr, sehr viele Techniken, sehr viele Methoden. Es gibt ja auch von jedem Motivational Coach alle möglichen Vorschläge, wie man es machen kann. Was ich jetzt aktuell anwende bei der Doktorarbeit ist, dass ich mir zum Beispiel so einen Zeittracker geschrieben habe. Das bedeutet, dass ich mir jeden Tag
Wenn ich irgendwas lerne, zum Beispiel, stelle ich mir eine Stoppuhr und die misst einfach die Zeit, die ich jetzt dranbleibe. Und ich schreibe sie mir jeden Tag auf und ich schaue, okay, die Zeit hast du zum Beispiel jetzt investiert in, das, ja, in die Doktorarbeit direkt, die Zeit hast du investiert in dein Business oder in MediHeroes, die Zeit hast du zum Beispiel ins Meditieren oder in Sport investiert. Und dann hat man über die Zeit so eine Übersicht, wie viel Zeit habe ich denn wirklich produktiv in einem Fokus verbracht. Was einen auf der einen Seite motiviert und dazu anspornt, dass man immer mehr macht, dass man immer dran bleibt. Auf der anderen Seite ergibt sich so eine gewisse Kette. Und diese Kette, wenn wir Menschen sowas sehen, führt dazu, dass man sie nicht brechen will. Man versucht immer weiter zu bleiben. Und das ist zum Beispiel jetzt beim Schreiben super wichtig, dass man sich nicht darauf wartet, ach, irgendwie kommt jetzt die Motivation und dann fange ich an. Nein, man setzt sich hin und die Motivation ist häufig nicht da. Aber man setzt sich hin und man macht es einfach. Und auch wenn es jetzt an einem Tag zum Beispiel 400 Minuten waren, am anderen Tag sind es vielleicht nur 200 Minuten, aber ich habe was gemacht. Mhm. Und das ist besser als gar nichts zu machen. Du sagst dann schon so, möglichst eine Routine dann implementieren, genau. Und dann wird es irgendwann nicht mehr so, oh, ich muss mich zum Lernen motivieren, sondern es ist selbstverständlich quasi so. Genau, ich versuche mir das aber auch, wie gesagt, mit diesem Zeittracker vor Augen zu halten. Einerseits diese Kette, andererseits auch die Zeit, tatsächlich, wie viel Zeit habe ich denn verrichtet. Da kann man auch wirklich stolz auf sich dann richtig sein, dass man sieht, okay, ich habe wirklich was getan. Also, und wenn ihr wirklich jeden Tag was macht, wird es irgendwann besser. Dann werdet ihr zwangsläufig besser. Es wird nicht so sein, dass ihr immer bei Null bleibt. Das ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Ja, vielleicht magst du noch kurz ein paar Worte allgemein dazu sagen, wie Motivation aus deiner Sicht funktioniert. Vorhin hast du ja schon so angesprochen, dass wir häufig handeln aufgrund von Ängsten. Genau. Also das ist immer so, dass die Leute sich immer denken, okay, ich brauche jetzt ein gewisses Ziel und dem Ziel renne ich nach. So, jetzt stell dir einfach mal zwei Läufer vor. Du hast einen Läufer, dem wird man versprochen, im Ziel wartet 1 Million auf dich. Und der soll jetzt gegen einen anderen Läufer rennen, aber dem jagen 10 bissige Hunde hinterher. Was glaubst du, wer schneller rennen wird? Ja, definitiv derjenige, der um sein Leben rennt. Und da kann man eigentlich sehr gut diese Maslow-Pyramide anführen. Und zwar ganz unten haben wir diese Grundbedürfnisse. Und das absolut Grundlegende ist das Überleben. Das heißt, wie sichere ich mir mein Überleben? Also, wie bekomme ich genug zu essen, wie bekomme ich ein Dach über dem Kopf, wie pflanze ich mich fort, wie erhalte ich meine Rasse. Das ist so das absolut Wichtigste und das motiviert uns. Auf der nächsten Ebene haben wir so verschiedene andere Bedürfnisse, wie zum Beispiel, ich will Kontrolle haben, ich will Sicherheit haben, aber das widerspricht sich dann auch wieder, dass man sagt, neben dieser Kontrolle will ich auch Spannung haben und ich will irgendwas Neues erleben. Und dazu kommt noch dazu zum Beispiel, dass die meisten Menschen auch besonders sein wollen. Aber gleichzeitig wollen sie auch gleich sein, weil sie wollen dazugehören. Jetzt ist aber das Interessante, wenn ich sage, du willst gleich sein, weil du dazugehören willst. Es ist meistens nicht die Motivation zu sagen, ja, ich will dazugehören, sondern es ist die Angst, verstoßen zu werden. Und diese Angst ist tief verwurzelt, weil früher war das so, dass wenn du allein warst, bist du gestorben. Du bist verhungert, du hattest keinen Schutz mehr. Und das ist eigentlich so das Grundlegende, wie Motivation eigentlich funktioniert. Und warum ist es so, dass wir zum Beispiel etwas beginnen, nach kurzer Zeit aufgeben oder wir beginnen erst gar nicht? Typisches Beispiel abnehmen. Ich habe eine kurzfristige Angst vor Verzicht, beziehungsweise vor einer Bestrafung. Beim Abnehmen wäre das so, wenn ich jetzt mit meiner Ernährung umstelle und jetzt abnehmen muss oder will, dann ist es so, dass ich das Erste, was ich habe, ist, ich muss verzichten, zum Beispiel auf das extra Stück Kuchen. Mhm. So, die ist sofort da, diese Bestrafung. Das langfristige Ziel, das ich sehe, dass ich sage, ich werde irgendwann abnehmen, ich werde gut aussehen, ich werde mich in meiner Haut wohlfühlen, ich werde einen neuen Freund dann finden, weil ich abgenommen habe. Das sind ja so diese Vorstellungen, die viele haben. Diese Sache ist nicht sicher. Was sicher ist, dass ich jetzt hier und sofort verzichten muss. Das ist genauso beim Lernen. Hier und jetzt sofort muss ich mich hinsetzen. Ich kann keine Serien gucken. Ich muss hier und jetzt sicher hinsetzen und muss verzichten. Ob ich langfristig die Klausur bestehe, das ist absolut nicht sicher. Und das muss man überwinden. Da muss man eine größere Angst aufbauen, um zu gucken, was werde ich denn langfristig verlieren? Was ist wichtiger als ja, dieser kurze Verzicht auf die Serie? Das heißt, dass ich komplett aus dem Medizinstudium rausfliege, dass ich dann irgendwann Hartz IV empfange. Das ist im Endeffekt so, dass man sich irgendwas so hart aufbauen muss, dass man durch diese Emotionen angetrieben wird, nicht mehr zurückzufallen. Mhm.
Also in diesem Beispiel, wo du gebracht hast, diese Hunde oder so, ich fand das Beispiel super, diese Hunde sind dann für dich quasi diese Angst, diese Verlustangst quasi, das ist die dich quasi jagen, um dann... Genau, und das ist halt, wir versuchen das immer uns schön zu reden, man sagt immer, ja, es muss etwas Schönes sein, wo man sich hinzubewegt und sowas, aber real gesehen herrschen diese unterbewusst diese Ängste und sie sind das, was uns eigentlich hauptsächlich beherrscht. Auch wenn sich das viele eigentlich gar nicht wirklich eingestehen wollen. Ja, ja, wir haben gerade vor dem Video schon ein bisschen diskutiert, weil wir da auch zum Teil ein bisschen unterschiedliche Ansichten haben. Ich finde es sehr spannend. Also ja, danke für die Ausführungen. Und meine Sicht zum Beispiel wäre jetzt eher zu sagen, um eine Motivation aufzubauen, ja, was habe ich denn davon? Also was bringt es mir Positives? Weil ich glaube, dass... Wenn man eben hinzu auf ein Ziel hinarbeitet, zum Beispiel, ich möchte ein guter Arzt werden, ich möchte kompetent sein, ich möchte einfach die Biochemie drauf haben, um einfach ja, wirklich ein guter, kompetenter Arzt zu werden, um meinen Patienten zum Beispiel besser helfen zu können. Wenn ich mir das so vorstelle, dann ist es in mir schon eine ganz andere Energie irgendwie, also wenn ich aus dieser Freude heraus handle. Also ich persönlich würde, glaube ich, eher so hergehen und sagen, ja, wo arbeite ich drauf hin? Was motiviert mich an Positiven und versuchen vielleicht das größer zu machen als noch meine Angst, die ja wahrscheinlich sowieso schon da ist und die, wie du sagst, die man vielleicht auch gar nicht so wahrhaben will, als die noch größer zu machen. Also ich glaube, man darf es einfach auch nie, das war jetzt wieder ein sehr rausgerissener Abschnitt von dem, was ich erzählt habe, von dem, was ich eigentlich darüber weiß und was ich eigentlich vermitteln will. Man darf das Ganze auch wieder wie beim Lernen nicht schwarz-weiß sehen. Also ich sage immer, such dir etwas aus, was dich begeistert, was du irgendwie machen möchtest, was du, worauf du dich freust. Das ist auf der einen Seite auch wichtig, definitiv. Aber auf der anderen Seite solltest du dir auch deinen Ängsten auch bewusst sein, nicht versuchen, die zu verdrängen. Also warum schaffe ich es denn jetzt überhaupt nicht mit dem Rauchen aufzuhören? Woran liegt es denn jetzt wirklich, obwohl ich mir ein Leben ohne Rauchen so toll ausmale? Warum kann ich denn jetzt nicht loslegen? Und wenn man sich das Ganze bewusst angeht, genauso wie mit den Lerntechniken, bewusst das Ganze angeht, dann funktioniert das in meinen Augen oder meiner Erfahrung nach einfach besser. Ja, ich finde es auch so ein Zwischending, so klar, ich finde es gut, dieses große Ziel zu haben und zu sagen, oh, ich will Arzt werden, ich möchte, was ich mich im Lernen verbessern. Dann weiß ich aber auch, wie viel Nutzen mir die Angst bringen kann. Oder ich habe es dann selbst am eigenen Leib auch erfahren. Ich hatte zwar so auch diese Traumvorstellung und alles schön, wenn das alles klappt. Aber was mich dann wirklich zum Schreibtisch getrieben hat, war dann oft wirklich die Angst, oh, nur noch wenige Tage bis zur Klausur. Und es war nicht die Angst, weil ich denke, irgendwann habe ich die Approbation, was weiß ich, sondern oh shit, ich will irgendwie die Klausur bestehen jetzt. Oder ja, mir fällt durch. Und dann war es auch bei mir dann die Angst getrieben, auch wenn ich sage, ja, so ein Bild irgendwie zu haben oder so dieses, was drüber steht, was man so anstrebt. Wie du sagst, ich glaube, so ein Zwischending sollte die Angst nutzen, aber auch so vielleicht das große Ganze sehen. Und das ist eigentlich auch das Typische, dass man sagt, kurz vor der Klausur kriegen die Leute die Panik, die kriegen die Angst, dass die jetzt versagen könnten und dass die natürlich dann auch schlechter sind als die anderen Leute in der Gruppe. Und deshalb, man will nicht schlechter sein, man will nicht auch vielleicht hervorstechen, weil man will ja zur Gruppe irgendwo dazugehören, man will nicht ein Semester hinten dran bleiben. Und das ist das, was die Leute dann absolut motiviert. Und mein Tipp ist das halt, das Ganze bewusst zu nutzen, um dann halt eben nicht 3 Tage vor der Klausur anzufangen, sondern vielleicht schon 2 Wochen vor der Klausur anzufangen, sondern das Ganze wirklich entspannter anzugehen, das wirklich drauf zu haben, dann auch wirklich zu sagen, ich lerne nicht nur das Nötigste, sondern ich mache auch diesen Extra-Teil, sodass ich dann nicht nur ja, ein guter Arzt werde, sondern ein exzellenter Arzt werde. So dass ich dann auch wirklich diese Gedanken entwickeln kann, die einen zu Innovation antreiben. Ja, also finde ich total spannend. Kannst du ja für dich jetzt auch einfach machen. Überleg mal, warum lernst du jetzt vielleicht gerade auf die Klausur oder warum machst du das Medizinstudium oder egal was es ist, warum machst du es? Und wie du sagst, sich da einfach mal bewusst zu werden, was ist denn jetzt gerade vielleicht meine Angst oder was ist gerade meine Motivation? Also was verhindert vielleicht auch, also sich bewusst zu machen, was verhindert denn jetzt aktuell, warum ich gar nicht loslegen kann? Also worauf, wo hast du die Angst, was ist deine Angst, worauf du jetzt verzichten musst, was du da empfindest, dass du gleich verzichten musst und wie könntest du eine größere Angst aufbauen, die dich motiviert, dass du langfristig dein langfristiges Ziel, was ja nicht sicher ist, dass du das erreichst, trotzdem angehst und trotzdem sagst, okay, ich lasse jetzt diese Serie liegen, ich muss jetzt nicht
die 20. Serie anschauen, sondern ich setze mich jetzt hin und gehe das Ganze mal wirklich an. Und bei dir, mit dir wollte ich das auch mal besprechen, das ist ja immer dieses Ganze, dass man sagt, man macht es halt trotzdem. Also diese ganzen Theorien sind schön und gut, aber ihr habt das ja beide zum Beispiel sehr erlebt, auch mit dem Profisport, dass man halt einfach trotzdem, egal ob man motiviert oder nicht ist, es trotzdem macht. Ja. Oder? Das heißt, es war ja bei euch auch so, dass ihr trotzdem ins Training gegangen seid, obwohl ihr vielleicht nicht hundertprozentig motiviert seid, weil es ist immer dieses Bild, das vermittelt wird, dass man immer motiviert sein muss, immer 110% geben muss. Aber das ist nicht das reale Bild. Also das sehe ich bei uns im Labor zum Beispiel, bei den Wissenschaftlern, bei den Ärzten, aber insgesamt bei allen Profis, dass sie sagen, naja, ich gehe trotzdem hin, obwohl ich nicht hundertprozentig motiviert bin, weil ich ein Profi bin. Ja. Ganz einfach. Falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, ich habe damals in der Vorklinik Basketball hochklassig gespielt in der zweiten Bundesliga und es war natürlich eine sehr große Herausforderung, das zu vereinbaren mit dem Medizinstudium, gerade in der Vorklinik, wo man ja so viel auswendig lernen muss. Und ja, da muss ich dir recht geben, da war halt dann einfach viermal Training die Woche und die Spiele am Wochenende, wo dann auch wieder ein Tag weg war. Und es war dann oft so, man ist einfach hingegangen, genau, weil man musste in Anführungsstrichen, es war einfach so. Ich habe halt Basketball gespielt und dann ist man halt zum Training gegangen. Stimmt schon, häufig handelt man aus dieser Wir gehen ja nicht hin vielleicht, oh, wir wollen Meister werden, sondern oder bei mir war es dann oft so, oder mir geht dann ins Training, man möchte ja spielen und wenn ich jetzt aber nicht gehe, dann habe ich die Angst nicht zu spielen. Und genau so diese... Man weiß nämlich genau, wenn man eben nicht dieser Profimentalität nachgeht, wird man abgestraft durch den Trainer, der sagt dann, du bleibst jetzt auf der Bank. Und das heißt, man hat auf der einen Seite die Angst, dass man abgestraft wird, auf der anderen Seite möchte man aber an einem Spiel teilnehmen. Das heißt, man hat immer diese positive Seite und diese negative Seite, die einen zu etwas antreiben. Mhm. Und man muss aber auch nicht sagen, okay, ich muss mich immer jetzt super motiviert fühlen, weil das ist, glaube ich, ein falsches Bild, das so aktuell in Social Media auch wirklich vermittelt wird. Ja. Genau, es ist nicht der Normalzustand, dass du immer high-end motiviert bist. Genau. Also, kannst du dir rausziehen, was du möchtest und deine eigene Sicht der Dinge entwickeln. Und wir hätten jetzt noch eine Abschlussfrage für dich. Okay. Und zwar, kannst du uns deine drei Top-Tipps geben für jemanden, der jetzt zum Beispiel anfangen würde, Medizin zu studieren? Was würdest du dem mit auf den Weg geben, damit er sein Medizinstudium gut meistert? Okay. Das erste ist, Motivation ist absolut nutzlos. Motivation ist absolut nicht das Wichtige. Du musst schauen, dass du wirklich langfristig diese Profimentalität entwickelst und dass du wirst nur dranbleiben, wenn du jeden Tag einfach aufstehst und das machst und in diesen Augenblicken dich an Menschen orientierst, die du irgendwo als Vorbild siehst. Und das ist eigentlich so der zweite Tipp, dass man sagt, man sucht sich ein Leitbild aus, an dem man sich orientiert, um die Fähigkeiten zu erlernen, die dieses Leitbild auch hat, sodass man auch überhaupt dahin gelangen kann. Und der dritte Tipp, ich glaube, ich könnte vier geben insgesamt. Der dritte Tipp wäre auf jeden Fall so, dass ich sage, definitiv, dass man eben mehr macht als das 0815, dass man einfach schaut, dass man auch diese Sachen, die viele als unangenehm empfinden, eben trotzdem macht. Weil das, was man nicht machen will, das ist meistens das, was einem langfristig das Leben erleichtert und was man einen besseren Weg bereitet, weil es einfach, man sticht dadurch hervor, man wird dadurch irgendwie, man erlangt Fähigkeiten, die wertvoll sind und dann weiß dich auch jeder irgendwann zu schätzen, also auch in der Klinik, du bekommst bessere Jobs, du kannst auch dann in irgendeinen Firmen anfangen oder was auch immer. Das heißt einfach, dass man mehr macht, als einfach nur diesen Stoff abzuarbeiten. Und der Bonustipp wäre für mich, dass ich sage, dass ich mir in der Vorklinik oder in der Klinik einen Bereich, also neben dem Ganzen, was ich eigentlich mache, einen Bereich aussuche, wo ich merke, okay, das interessiert mich per se und ich suche jetzt nicht jedes Mal nach einer neuen Leidenschaft, sondern ich entwickle mich da immer weiter. Bei mir war das zum Beispiel so, dass ich gesagt habe, hey, mich interessiert jetzt einfach Orthopädie. Und ich habe dann einfach geguckt, okay, wie kannst du da jetzt einfach mehr dazulernen? Das heißt, ich habe meine Formulaturen dort absolviert. Ich habe ein Praktikum beim Physiotherapeuten gemacht, ich habe mir so ein Modell nochmal gekauft, damit ich da mehr lernen kann. Und das führt dann auch dazu, dass man besondere Fähigkeiten entwickelt, weil man einfach dort sich immer mehr einliest. Das heißt, ich habe dann auf Science gelesen, ich habe dann irgendwelche Studien gelesen. Und das führt ja nicht nur dazu, dass du in diesem Fach
gut wirst, sondern du lernst auch so allgemeine Fähigkeiten, wie zum Beispiel Studien zu analysieren, mhm. was super, super wichtig ist für das spätere berufliche Leben. Mhm. Ja, das wären, glaube ich, so die drei Tipps mit dem Bonus. Ja, vielen Dank. Ich finde es echt ein spannendes Thema. Ihr vielleicht auch. Kommentiert gerne, falls ihr Fragen an uns, an dich habt. Ja, wenn ihr sonst auch vielleicht noch Motivationsvideos und so weiter schauen wollt, schaut auf den MediHeroes-Kanal vorbei, da wird ihr auch fündig. Und ja, vielen Dank, dass ihr da warst. Ja, vielen Dank. Möchtest du noch zum Abschluss sagen? Also das hat mich auf jeden Fall super gefreut, dass ihr da wart und vielleicht jemand nochmal das eine oder andere Video zu sehen. Genau, schreibt vielleicht auch in die Kommentare natürlich Daumen hoch, falls ihr mehr Videos von uns zu dritt hören wollt oder mehr solche Videos in diesem Format sehen wollt. Genau, ansonsten, falls ihr es noch nicht habt, vielleicht abonnieren und das Glöckchen aktivieren und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann, macht's gut. Macht's gut, ciao. Ciao.